deine Stimme ist wirklich who I am. Das ist Shai. Also das ist ja der komplette Shai. Meine Stimme, meine Konzerte, meine Auftritte und die Musik. Ich habe diese Gefühl schon richtig gemocht, als ich kleines Mädchen war, weil ich so oft vor meiner Familie immer gesungen habe. Und das erzählt immer meine ganze Familie. Da war ich immer nach dem Essen so gekommen, habe ich gesagt, okay, Leute, jetzt singe ich einfach vor. Und das ist ein Gefühl, das richtig schön ist. Und da habe ich immer dieses Gefühl, dass ich kann mich meine Seele so zeigen und meine Kunst mit den Leuten zu teilen. Morgens muss ich wirklich immer gucken, also wie ich mich mit in meinem Körper fühle und was ist mit meiner Stimme, wie es ihm geht. Ich bin Mezzosopran, aber oft, wenn ich morgens früh aufstehen muss, dann bin ich richtig ein Bass-Bariton. Dann muss ich langsam so meine Stimme wieder so hochkriegen. Dann mache ich auf jeden Fall viele Übungen für mein Atmen und dann für ja, meine Stimme, so Scales zusammen, also am Klavier und ja, langsam richtige Warm-up. Sommer 2017 habe ich einen Masterkurs in Jerusalem genommen. Und dort habe ich meine Professorin, die jetzt meine Gesangslehrerin ist, Professor Claudia Eder, getroffen. Sie hat über ein wundertolles Masterprogramm erzählt, die hier in Mainz stattfindet, ist an der Hochschule für Musik, an der Johannes Gutenberg Universität. Das war irgendwie wie eine wunderschöne Einladung für mich, einfach: Shai Terry, du musst unbedingt nach Mainz kommen. Du hast eine sehr gute Professorin getroffen und das ist genau, was ich wollte. Und seitdem habe ich einfach diesen Prozess angefangen und dann ein Jahr später, Oktober 2018, bin ich ganz allein nach Deutschland umgezogen. I see trees of green, red roses too. I see the Meine Urgroßmutter hat mir einfach gesagt, dass ich richtig gute und schöne Stimme habe und sie will, dass ich das unbedingt damit etwas mache. Da habe ich zum ersten Mal mit Alter von 13 habe ich meinen ersten Gesangunterricht genommen. Da hatte ich meine wunderschöne Lehrerin Mila Mosorowski gehabt. Und sie hat wirklich, wirklich gesagt, dass meine Stimme ist eine richtige Opernstimme mit 13. Und damals habe ich mich langsam so angefangen, diese Welt zu entdecken und in diese Welt einfach langsam reinkommen und total to fall in love with.
In Israel der Militärdienst ist ja Pflicht. Dann ich als Frau mit 18 muss ich direkt nach meinem Abitur 2 Jahre Militärdienst erledigen. Und dann habe ich mich einfach in dem Militärorchester beworben. Und dort habe ich ein Vorsingen gemacht. In dem Militärorchester, die hat einfach nur 3 Sänger. Und ich war die Einzige, die in diesem Jahr genommen wurde. Das ist eine Frau im Jahr. Und nachdem ich das erfahren habe, dass ich die Einzige bin, dann dachte ich mir, dass vielleicht noch ein extra Signal von der Universum, dass ich unbedingt eine Sängerin sein muss. Ich denke, ich sehe mich auf jeden Fall als Sängerin, aber seit ich in Deutschland bin und wohne und lebe, dann sage ich, dass ich auf jeden Fall eine israelische Sängerin bin. Und sage ich nicht so oft, dass ich Judin bin, also das kommt ja im Gespräch ganz, ganz schnell. Manchmal kommt die Frage, weil ich aus Israel komme, ob ich Judin bin, aber ich sage nicht, dass ich eine jüdische Sängerin bin. Ich bin erstmal Israeli, also ich komme aus Israel, da bin ich geboren. Und Judentum, ja, ich bin Juden, das ist meine Religion. Aber ja, erstmal alles Erstes, es ist Sängerin. Da gibt es wirklich viel junge Leute, die von Israel einfach unbedingt in Deutschland wohnen wollen und singen wollen und einfach die Kunst hier machen. Ich habe so viele Freunde, die in Berlin einfach wohnen und unbedingt hier Musik machen wollen, weil wir wissen, dass die Kultur und die Kunstszene in Israel ist ja wunderschön und sehr, sehr, sehr gut, aber es ist klein. Das wissen wir alle. Und deswegen versuchen wir, unsere Kunst und unsere Musik einfach hier zu machen, zu schaffen. Das war in 2019, nach der Attack in Halle. Da hatte ich ein Konzert hier in der Neuen Synagoge gehabt in Mainz. Dort waren auch ungefähr 250 Leute eingeladen. Und da hatte ich Angst. Das war zum ersten Mal, dass ich nicht so frei auf die Bühne gegangen bin. Und weil plötzlich war dieser Saal nicht mehr ein normales Konzertsaal. Das war eine Synagoge. Und jetzt muss es besser bewacht werden. Und da waren viel mehr Polizisten draußen. Und da war die Tür geschlossen.
Wenn ich in Deutschland bin, das ist ja ungewöhnlich, wenn jemand auf Hebräisch singt. Und vor allem, niemand kennt die Sprache. Und diese Nische habe ich auch langsam hier entdeckt bei den jüdischen Gemeinden. Und dann früher habe ich das nicht gekannt. Und deswegen finde ich, dass diese Kombination zwischen der Oper und der israelischen Musik, also Volkslieder und jüdischen Lieder, auf Hebräisch, also in die hebräische Sprache, das fand ich schön, das einfach so zusammenzustellen. Ich bin auch Opernsängerin, weil ich einfach so professionelle Operngesang so studiert habe. Auch mein Bachelor und mein Masterstudium sind Operngesang. Und von dieser Seite bin ich auf jeden Fall Opernsängerin und ich will auch irgendwann auf die große Operbühne stehen und auch große Partien singen. Und das habe ich ja vor, auf jeden Fall. Feuer kommt auf jeden Fall von der Musik, weil die Musik habe ich auch oft so zu Hause gehört. Also obwohl wir nicht so eine große Opernliebe zu Hause waren, aber durch meine Urgroßeltern habe ich das langsam so kennengelernt. Und das ist auch ein von den größten Partien, das ein Mezzosopranistin haben kann. Und das ist immer so der größte Traum und Wunsch. Sozusagen, jetzt hatte ich sehr Glück, große Glück gehabt, dass ich vor ein paar Monaten in Belgrad war. Dort habe ich die Carmen gesungen, zwar in der kleinen Fassung von La Tragédie de Carmen von Peter Bruck, aber immerhin die Carmen in der Nationaltheater in Belgrad. Und das war wunderschön und ich kann wirklich nicht warten, bis ich die größte Partie mit dem größeren Orchester auf der Bühne singen kann. Und ja, Carmen ist Carmen. Und ich denke, ich kann Carmen auch sein. Musik